story of how God was seeking a bride for his son. Each book is different from every other book. I'm trying to give you the keys for you to unlock it for yourself. Nun, bei den ersten beiden Vorträgen in diesem Video werden wir die Dinge etwas anders angehen. Statt ein Buch der Bibel zu nehmen, möchte ich Ihnen zunächst einen Überblick über das gesamte Alte Testament geben. Hier haben wir eine Sammlung von Büchern aus über 1000 Jahren, geschrieben von vielen verschiedenen Autoren, und wir haben viele verschiedene Arten von Büchern. Es gibt Geschichtsbücher, Gesetzbücher, Liederbücher. Welchen Bezug haben sie zueinander, alle 39? Ich denke, es ist so wichtig, ein Gesamtbild davon zu bekommen, wie diese Bücher zusammenpassen. Gott hat uns keine thematische Bibel gegeben. Wäre es nicht schön, wenn er es getan hätte? Wenn das Buch Genesis alles über Gott enthielte, Exodus alles über Jesus, Levitikus alles über den Heiligen Geist, und wenn er den gesamten Text unter einem Thema zusammengefasst hätte, wir müssten keine Konkordanzen kaufen oder Dinge von überall her nachschlagen. Er hat uns absichtlich keine solche Bibel gegeben. Er wollte nicht, dass wir solch eine Bibel haben. Und so ist die Lehre zu einem Thema über die gesamte Bibel verteilt. Und er wollte uns auch keine Kiste voller Texte geben, obwohl seit der Bibel Kapitel und Versnummern hinzugefügt wurden, behandeln wir sie genau so. Und wir wählen einen Text von hier und einen Text von da und ignorieren den Zusammenhang so oft. Nun, Gott hat uns tatsächlich eine ganze Bibliothek mit Büchern gegeben. Das Wort Bibel ist ein Wort im Plural. Es stammt aus dem lateinischen Biblia und bedeutet Bücher. Nicht Buch. Daher ist die Bibel kein Buch, sondern eine Bibliothek von Büchern. Und jedes Buch ist eine separate Einheit. Und Gott möchte, dass Sie sein Wort Buch für Buch kennenlernen, weil er sich entschieden hat, es uns so zu geben. Wenn er uns einfach nur viele Texte hätte geben wollen, hätte er das getan. Wenn er uns viele Themen geben wollte, hätte er auch das getan. Aber was er getan hat, ist, uns diese Bücher zu geben. Und jeder Text, wie wir jeden Vers nennen, befindet sich in einem Kontext dieses Buches. Und dieses Buch steht im Kontext der Geschichte. Gott hat uns sein Wort in Zeit und Raum gegeben. Und es ist sehr wichtig, beide Dimensionen zu haben, damit wir verstehen, wann er dies und das sagte und an welchem Ort er das sagte. Und die Zeit und der Ort geben ihm die Bedeutung, weil sein Wort wurde uns in Lebenssituationen gegeben. Er sagte immer etwas zu einer bestimmten Situation, in Zeit und Raum. Und das sind die beiden Kontexte, die wir brauchen. Deshalb dachte ich, in diesem Vortrag erzähle ich Ihnen etwas über diesen Kontext. Beginnen wir mit dem Raum. Und dafür brauchen wir natürlich Karten. Es gibt eine Geografie der Bibel, genau wie eine Geschichte der Bibel, die wir in Erinnerung behalten sollten, wenn wir sie lesen. Und es gibt wirklich nur zwei Karten, die wir brauchen. Eine Karte des gesamten Nahen Ostens und eine Karte des verheißenen Landes im Nahen Osten. Und wir müssen diese Karten möglichst als Bild in unserem Kopf behalten. Nun, der vertraute Name, der der Gesamtkarte des Nahen Ostens gegeben wird, ist der fruchtbare Halbmond. Dies ist ein Ausdruck, den Sie in vielen Büchern über den biblischen Hintergrund lesen. Wie Sie sehen, habe ich den Halbmond eingezeichnet, eine Art Neumondform. Ich habe ihn auf dieser Karte eingezeichnet. Und was er tut, er verbindet zwei sehr große Flüsse an jedem Ende. Den Fluss Nil und die zwei Flüsse Euphrat und Tigris. Und diese beiden großen Flusseinzugsgebiete erzeugen Fruchtbarkeit. Die sind also sehr fruchtbare Täler, das Nildelta und das Niltal und dann der Tigris und der Euphrat, was früher Mesopotamien genannt wurde, was die Mitte der Flüsse bedeutet. Meso-Mitte und Potamia-Flüsse, also zwischen den beiden Flüssen, eine sehr fruchtbare Ebene, sehr flach. Nun, diese beiden fruchtbaren Gebiete waren die Zentren der Macht in der antiken Welt. Das waren die östlichen und westlichen Weltmächte. Das gesamte Alte Testament ist also ein Kampf zwischen diesen beiden Weltmächten, zwischen Ägypten und den verschiedenen Imperien, die hier entstanden sind, insbesondere Assyrien und Babylon. Dort befindet sich jetzt Saddam Hussein, hier sind jetzt Irak und der Iran.
Der Iran ist hier, der Irak ist da drüben. Aber sie sind getrennt durch diesen Fluss. Wir haben also zwei Weltmächte im alten Nahen Osten und dazwischen das verheißene Land. Nun, Sie haben gesehen, dass die arabische Wüste all dies abdeckt und die Sahara das dort. Also, als diese beiden Großmächte sich gegenseitig angriffen oder versuchten, sich gegenseitig zu überwältigen, mussten sie durch dieses enge Stück Land hier reisen. Ich weiß nicht, ob Sie einen eher violetten Fleck hier sehen können. Das ist eigentlich schwarzer Basaltfelsen, der sehr scharf und sehr hart ist. Selbst Kamele können ihn nicht überqueren. Was bedeutet, der gesamte Verkehr wurde über diesen schmalen Küstenstreifen gelenkt, wenn sie die Wüste nicht durchqueren wollten, was die meisten nicht wollten. Wenn sie ihre Truppen weiter ernähren wollten, war es besser, den fruchtbaren Halbmond zu durchqueren. Sie mussten um diesen Halbmond gehen bis zum anderen Ende, um ihren Feind anzugreifen. Was bedeutet, dass dies tatsächlich die Kreuzung der Welt war? Und jemand hat über Israel gesagt, wenn sie in der Mitte einer Kreuzung leben, ist es vorherbestimmt, dass sie überfahren werden, was genau das ist, was passierte. Sie wurden ständig überfahren. Zu Jesus-Zeiten wurden sie ständig von den Römern überrollt, aber davor waren es die Griechen und die Syrer und die Ägypter und so weiter. Und hier haben wir zwei Weltmächte an beiden Enden dieses Halbmondes mit einem schmalen Korridor entlang der Küste dazwischen. Und das hier ist der enge Korridor. Und Gott gab ihnen ein Land an der Kreuzung der Welt. Tatsächlich, die Straße von Europa nach Arabien führt durch diesen Korridor und auch die Straße von Afrika nach Asien geht durch diesen Korridor. Auf dieser Karte kommt die Straße von Europa die Küste hinunter, sie durchquert die Jezreel-Ebene, führt in das Jordantal hinunter und auf der anderen Seite hinauf und dann hinunter nach Arabien. Die Straße von Afrika führt die Küstenebene hinauf und überquert dasselbe Tal von Esdraelon oder die Jezreel-Ebene und geht durch Kapernaum und durch Damaskus hinauf nach Indien und China. Also die eigentliche Kreuzung der Welt liegt genau hier, an einem kleinen Hügel namens Megiddo. Und der Hügel von Megiddo auf Hebräisch ist Armageddon. Deshalb fanden die meisten großen Schlachten der Geschichte dort statt, an der Kreuzung der Welt. Mit Blick auf diese Kreuzung liegt ein kleines Dorf namens Nazareth. Und ein Junge aus Nazareth konnte die Welt vorbeiziehen sehen. Er konnte buchstäblich auf dem Hügel liegen, wie im wörtlichen Sinne Jesus als Junge. Und als wäre man in einer Flughafen-Lounge, wo man alle Nationalitäten kommen und gehen sieht. Deshalb nannte man diesen nördlichen Teil Galiläa der Nationen, weil es eine internationale Straßenkreuzung war, während es weiter südlich in den Hügeln sehr isoliert war und sehr jüdisch. Und Jerusalem befindet sich weiter oben in den Hügeln, ungefähr hier. Sie hatten also zwei Teile des verheißenen Landes, den internationalen Teil, wo alle Nationen kamen und gingen, und diesen sehr jüdischen, isolierten Teil oben in den Hügeln mit Jerusalem. So können Sie die Bedeutung dieses Landes verstehen. Gott wollte sein Volk an der Kreuzung der Welt positionieren, wo es jeder sehen konnte, wo es ein Modell des Himmelreichs auf Erden sein konnte. So konnte die ganze Welt sehen, was für ein Segen zu Menschen kommt, die unter der Herrschaft Gottes leben. Aber sie konnten auch sehen, welcher Fluch kommt, wenn man Gottes Herrschaft nicht gehorcht. Also Sie können sehen, warum Gott dieses Land ausgesucht hat. Nun, es ist ein sehr fruchtbarer Streifen. Hier ist der schwarze Basalt. Wenn Sie schon einmal in Kapernaum waren, haben Sie das schwarze Basaltgestein gesehen, aus dem die Häuser gebaut sind. Furchtbar hartes, scharfes Zeug. Und so war es unpassierbar. Es gab also diese Barriere aus Sand und Basalt im Osten und die Barriere des Meeres im Westen. Der gesamte Verkehr verlief hier entlang der Küste und durch diese kleine Unterbrechung in den Hügeln, die wir das Tal von Esdraelon oder Armageddon nennen. Dann haben wir diesen riesigen Riss direkt auf der Erdoberfläche bis nach Afrika und hier ist sein tiefster Punkt. Das weiße Stückchen liegt unterhalb des Meeresspiegels und das Tote Meer liegt weit darunter. Der Jordan kommt in dieses Tal und geht nirgendwo hin. Er verdampft, nur durch die intensive Hitze. Also in diesem kleinen Gebiet von der Größe von Wales haben Sie die gesamte Welt in Miniaturform. Sie haben jedes Klima und jede Landschaft. Sie werden irgendwo in Israel einen Ort wie zu Hause finden.
Tatsächlich liegt der England am meisten ähnliche Bereich südlich von Tel Aviv. Er ist genau wie England. Aber sie nennen Karmel die kleine Schweiz. Und sie können Skifahren auf dem schneebedeckten Berg Hermon hier oben. Und trotzdem können sie sich 10 Minuten später hier zwischen Palmen hinlegen. Die gesamte Fauna und Flora Europas ist hier zu finden. Die gesamte Fauna und Flora Afrikas ist hier zu finden. Die gesamte Fauna und Flora Asiens ist hier zu finden. Sie können also schottische Kiefern neben Palmen aus der Sahara wachsen sehen. Und in den Tagen der Bibel waren alle wilden Tiere hier. Löwen, Bären, Krokodile, Kamele. Sie haben die ganze Welt eingefercht an diesem kleinen Punkt, wo sich alle treffen. Faszinierend. Oh, ich könnte stundenlang weitermachen, aber ich muss aufhören. Aber sobald Sie ein Gefühl bekommen für die Geografie und vor allem ein Gefühl für die Form des Landes. Nun, dies ist eine Reliefkarte des verheißenen Landes. Können Sie das tiefe Tal sehen, das von Norden nach Süden verläuft? Ein klein bisschen Grün auf dieser Seite und ein bisschen auf dieser Seite und dann die Wüste? Wenn Sie diese Karte beherrschen und in Ihrem Kopf behalten, können Sie sehr leicht jede biblische Geschichte lesen, die sich im verheißenen Land abspielt. Und Sie werden verstehen, warum die Dinge so geschahen, wie Sie es getan haben. Und warum Samaria in der Mitte war und warum Jesus Hauptwirken in Galiläa war. Warum er getötet wurde von Juden. Das bedeutet nicht von allen Israelis, sondern von den Leuten aus Juda. Und wenn Sie im Johannesevangelium lesen, dass die Juden Jesus getötet haben, bedeutet das nicht alle Israelis, sondern das heißt die Südländer in den Hügeln. Die Galiläer waren alle für Jesus. Es waren die Juden, die Judäer, die gegen ihn waren im Süden. Also, das ist also der geografische Hintergrund für die Bibel. Im Alten Testament bewegen wir uns in diesem fruchtbaren Halbmond von einem Ende zum anderen. Manchmal ist das Volk Gottes in der Sklaverei in Ägypten, zu anderen Zeiten werden sie fortgeschafft nach Assyrien oder Babylon, an diesem Ende. Aber da waren sie mitten im Geschehen, an der Kreuzung der Welt. Nun, die andere Dimension, die sie beherrschen müssen, ist die Dimension der Zeit. Und ich habe versucht, diese Dimension der Zeit auf ein sehr einfaches Muster zu reduzieren, das leicht in Ihrem Kopf gehalten werden kann. Und auf den ersten Blick muss dieses Diagramm für Sie schrecklich aussehen. Aber wenn wir es durchgehen, werden Sie sehen, dass es wirklich sehr einfach ist. Grundsätzlich umfasst das Alte Testament 2000 Jahre Geschichte BC, also vor Christus. Aber es gibt in Genesis 1 bis 11, was wir den vorhistorischen Teil nennen könnten. Das heißt, prähistorisch für Israel. Und so haben wir in Genesis 1 bis 11 die Erschaffung des Universums, den Fall der Menschen im Garten Eden, die Flut und den Turm von Babel. Es dreht sich alles um den Menschen im Allgemeinen. Es geht noch nicht um Gottes auserwähltes Volk. Es geht um den Menschen, die menschliche Rasse. Und das ist die prähistorische Geschichte Israels, bevor die Geschichte wirklich begann. Aber ihre Geschichte beginnt um das Jahr 2000 vor Christus. Also genauso weit, wie wir nach Christus sind, beginnt die Geschichte Israels vor Christus. 2000 Jahre auf beiden Seiten. In Ordnung? Das ist unser Eröffnungsdatum für die Geschichte Israels. Und ich teile es ein in 4 gleiche Teile von jeweils 500 Jahren. Und wir betrachten diese 4 Viertel als unterschiedliche Perioden. Wir kennzeichnen jedes der 4 Daten, 2000, 1500, 1500 vor Christus, mit Ereignissen und Personen. Und ich möchte diesen Terminen gerne Namen von Personen und Ereignissen geben, damit ich sie in meinem Kopf gut festhalten kann. Also die ersten 4 Worte, die ich aufgeschrieben habe, sind Ereignisse. Erwählung, Exodus, Imperium, Exil. Und Sie haben die 4 Ereignisse, die die 4 Viertel Ihrer Geschichte kennzeichnen. Zu diesem Zeitpunkt wählte Gott Abraham aus und bestimmte Abraham und seine Nachkommen zu seinem Volk. Hier führte Moses sie heraus aus Ägypten. Damals hatten sie das ganze Land, das Gott ihnen versprochen hatte, und hatten eine Zeit beispiellosen Wohlstands und Friedens. Und ich habe es das Imperium genannt, weil sie nicht nur ihr eigenes Land hatten, sondern viele andere Nationen waren jetzt unter ihrer Kontrolle.
und dann der tiefste Punkt ihrer Geschichte, das Exil. Und grob gesagt passen diese vier Ereignisse zu diesen vier Zeitangaben. Dann füge ich jedem dieser Zeitpunkte eine prominente Person hinzu. Abraham ist der Mann, dem man 2000 zuordnen kann, Moses um 1500 oder ungefähr, David um 1000, er regierte im Jahre 1000 vor Christus, und Jesaja ist der prominenteste Mann, der mit dem Exil in Verbindung gebracht wird. Sie haben also vier Ereignisse und vier Personen. Aber auch die Führung Israels veränderte sich. Und die Führung in jeder dieser vier Perioden war anders. In der ersten Periode wurden sie von Patriarchen geführt. Das ist ein Wort für die Urväter, Patriarchen, von Abraham bis Josef. In der zweiten Periode wurden sie geführt von Propheten, von Moses bis Samuel. In den dritten 500 Jahren wurden sie geführt von Prinzen, von Saul bis Sedekia. Und in der vierten Periode wurden sie von Priestern geführt. Von Josua, der mit Zerubbabel aus dem Exil kam, bis Kaiphas zur Zeit unseres Herrn. Sie können also sehen, dass sich die Führung geändert hat. Von Patriarchen zu Propheten, zu Prinzen und dann zu Priestern. Nun, das heißt nicht, dass es zu anderen Zeiten keine Propheten oder zu anderen Zeiten keine Priester gab, aber die Führung der Nation ging über von einer Gruppe zur anderen, bis Jesus kam, der Prophet, Priester und König alles in einem war. Also probierten sie drei verschiedene Arten von Führung in ihrer Geschichte aus, aber in Wirklichkeit suchten sie jemanden, der all diese Dinge in einem kombinieren konnte. Und alle ihre Führungen versagten im Alten Testament. Also haben Sie diese vier grundlegenden Perioden im Kopf? Nun, sobald Sie das verstanden haben, müssen Sie als nächstes zwei Lücken schließen. Jede davon 400 Jahre. Die erste Lücke ist hier und die zweite Lücke ist hier. Und in diesen 400 Jahren, während dieser beiden Lücken, hat Gott nichts gesagt und er hat nichts getan, so dass sich aus diesen beiden Perioden nichts in ihrer Bibel befindet. Nun, es gibt natürlich Bücher, die in diesen beiden Perioden geschrieben wurden, aber sie sind nicht in unserer Bibel, weil sie nicht die Zeit abdecken, in der Gott Dinge gesagt und getan hat. Sehen Sie, wenn wir diesen Begriff in der Bibel lesen, der lebendige Gott, ist Ihnen klar, was das bedeutet? Nun, wussten Sie vor ein paar Jahren, was es bedeutete, als einige Theologen sagten, Gott ist tot? Sie haben diesen Satz sicher schon mal gehört. Wissen Sie, was das bedeutet? Sie meinten nicht, dass Gott nicht mehr existiert. Das war ein weit verbreitetes Missverständnis. Was sie meinten war, Gott ist nicht mehr aktiv in dieser Welt. Er existiert immer noch, aber er ist jetzt woanders. Wie Sie wissen, haben meine Frau und ich im Juli letzten Jahres unsere Tochter verloren. Sie war 36 Jahre alt. Sie ist tot. Aber das bedeutet nicht, dass sie nicht mehr existiert. Sie lebt, sie ist bei Bewusstsein, kommuniziert, obwohl sie jetzt nicht mit uns kommunizieren kann. Aber sie lebt jetzt nicht. Damit meinen wir, dass sie in dieser Welt nicht so spricht und handelt, wie sie war. Aber sie ist völlig bewusst und kommuniziert anderswo. Und sie ist beim Herrn, verstehen Sie? Sie lebt also. Aber sie lebt nicht in dieser Welt. Für diese Welt ist sie tot. Das ist, was der lebendige Gott bedeutet. Und während dieser zwei Perioden war Gott tot, wenn Sie so möchten. Sehen Sie, er handelte nicht in dieser Welt, er war außer Reichweite. Und so waren die Bücher, die in diesen Perioden geschrieben wurden, nun, die Bücher, die in dieser Lücke geschrieben wurden, waren die Apokryphen. Und Sie finden sie nicht in unseren Bibeln. Die Katholiken stecken sie in ihre Bibeln, weil sie finden Gebete an die Heiligen und Fegefeuer in den Apokryphen. Deshalb haben sie sie in die Bibel aufgenommen. Tatsächlich aber gehört es nicht zur Bibel, weil diese Bücher zu einer Zeit geschrieben wurden, in der Gott nicht lebte. Aber in diesen Zeiten hier war er der lebendige Gott. Er sprach und handelte in unserer Welt. Nun, sobald Sie diese zwei Lücken haben, diese Lücke trat im ersten Viertel auf und diese Lücke trat im letzten Viertel auf. Und deshalb ist Maleachi das letzte Buch in Ihrer Bibel, obwohl es eine 400 Jahre große Lücke gab, bevor Matthäus auftaucht. Weil Gott nichts sagte. Er tat nichts.
Deshalb sind wir nicht an diesem Teil der Geschichte interessiert. Es ist genau wie in jeder anderen Geschichte und in ähnlicher Weise haben wir hier nichts zwischen Genesis und Exodus, obwohl es dort eine Lücke von 400 Jahren gibt und wir übersehen das oft, wenn wir direkt weiterlesen. Aber Exodus macht deutlich, es gab eine Lücke von 400 Jahren. Es ist interessant, was in dieser Lücke passiert ist, in den Lücken, als Gott still und inaktiv war. Die ägyptische, indische und chinesische Kultur entwickelte sich in dieser Lücke. Und in dieser Lücke gab es Menschen wie Sokrates, Plato und Aristoteles und die griechische Philosophie, die die westliche Welt so sehr beeinflusst hat. Sie hatten Buddha, Konfuzius und dann hatten sie Leute wie Alexander den Großen und Julius Caesar. Sehen Sie, wenn Gott nicht beschäftigt ist, ist es der Mensch. Und dabei passierte so viel in der Geschichte des Menschen, was wirklich nicht relevant ist für Gott. Denn nur das, was die Geschichte Gottes ausmacht, ist für uns wichtig. Nun lassen wir uns einige Details anschauen. Genesis 12 bis 50 greift die erste Periode der Geschichte Israels auf, als sie von Patriarchen geführt wurden. Und es ist möglich, dass auch das Buch Hiob dort hineingehört. Alles in Hiob ist genau das Leben, das Abraham, Isaak und Jakob lebten, das Leben der reisenden Menschen dieser Tage. Dann kommen wir zum nächsten Viertel und wieder haben wir nur wenige Bücher aus diesem Viertel. Exodus, Levitikus, Numeri und Deuteronomium, also viertes und fünftes Buch Moses, alle zu Lebzeiten Moses und dann Josua, Richter und Ruth, die die Geschichte dieser Zeit fortsetzen. Dann haben wir die Imperiumstage und wir haben mehr Bücher. Wir haben die Geschichte des dritten Viertels, ihre Geschichte in Samuel, Könige und Chroniken. Aber wir haben auch einige poetische Bücher. David und das Buch der Psalmen, Salomon und das Hohelied Salomons, Sprüche und Prediger. Aber nach Salomon gab es einen Bürgerkrieg und die 12 Stämme teilten sich auf. 10 im Norden nannten sich Israel, 2 im Süden nannten sich Juda. Und von da an hatten sie keine vereinigte Nation mehr. Es gab damals Propheten, Elia und Elisa, aber sie haben nicht für die nachfolgenden Generationen niedergeschrieben, was sie prophezeit haben, so dass wir keine Bücher mit ihren Namen haben. Dann plötzlich gibt es eine Flut von Büchern. Alles Propheten und alle stehen mit dem Exil in Verbindung. Und damals wurden die Hauptbücher der Prophezeiung geschrieben. Und einige von ihnen prophezeiten vor dem Exil, einige während des Exils und einige nach dem Exil. Was uns zeigt, wie wichtig dieses Ereignis in ihrer Geschichte war. Der Verlust des Landes, das Gott ihnen versprochen hatte. Diese Propheten warnten sie. Wir werden das Land verlieren. Diese Propheten trösteten sie, als sie das Land verloren hatten, und diese Propheten hatten sich zum Ziel gesetzt, das Land wieder aufzubauen, als sie nach 70 Jahren zurückkamen. Wir haben ein oder zwei Geschichtsbücher aus dieser Zeit. Daniel und Esther schreiben beide über die Juden außerhalb des Landes, als sie in Babylon waren. Esra und Nehemiah, über die wir später sprechen werden, die beiden Männer, die beim Wiederaufbau Jerusalems geholfen haben und dabei, dass die Menschen sich wieder in ihrem eigenen Land niederlassen. Nun, gibt Ihnen das ein Gefühl für das Alte Testament? Leider sehen Sie die Bücher des Alten Testaments nicht immer in chronologischer Reihenfolge. Besonders die Propheten. Die Geschichtsbücher scheinen zu stimmen. Aber wenn sie zu den Propheten kommen, stellt man einfach die Großen an erster und die Kleinen an zweiter Stelle, was fürchterlich verwirrend ist. Und was ich damit sagen will, ist, dass sie sich bei jedem der Prophetenbücher fragen müssen, wurde es geschrieben vor dem Exil, während des Exils oder nach dem Exil? Und das gibt ihnen einen Hinweis für das Verständnis. Nun, ich hoffe, dass das jetzt alles kristallklar ist. Aber wenn Sie sich die Grundzüge dessen mit seiner 2000-jährigen Geschichte, die in jeweils 500 Jahre unterteilt ist, einprägen können, dann bekommen Sie ein wirklich gutes Verständnis und dann können Sie die Bücher einordnen. Und natürlich, es gibt verschiedene Arten von Büchern. Es gibt das Gesetz, die ersten 5 Bücher, und Sie sehen, wo die hineinpassen. Genesis vor der Lücke und die anderen 4 nach der Lücke. Dann gibt es Geschichtsbücher, Sie sehen, wo die hineinpassen. Dann gibt es Schriften, hauptsächlich Gedichtbücher, und Sie sehen, dass sie aus der Zeit kommen, als sie am erfolgreichsten waren. Dann gedeihen Kultur und Kunst, wenn die Nation reich ist und in Frieden lebt. Dann werden Dinge wie Poesie geschrieben.
Es ist Luxus als Kunst und Kultur. Und Sie sehen, wie sie aufblühen auf dem Gipfel. Nun, jetzt gibt es noch eine weitere Sache in diesem Diagramm, die Sie sicherlich bemerkt haben, und das ist diese grüne gepunktete Linie. Sehen Sie, der Höhepunkt Ihres Reichtums war das Imperium unter David. Alles führte dort hinauf und danach geht alles bergab, bis Sie das Land verlieren. Es ist wirklich eine tragische Geschichte, aber deshalb schaut jeder Jude zurück auf diese Zeit und sehnt sich danach, dass sie zurückkommt. Das war das goldene Zeitalter. Herr, schick uns einen anderen David, schick uns einen Messias wie David, schick uns den Sohn Davids. Und noch bis zum heutigen Tag suchen die Juden nach diesem Sohn Davids, der zurückkommen und den Wohlstand wiederherstellen wird. Die letzte Frage, die die Jünger Jesus stellten vor seinem Aufstieg in den Himmel, war: Wann wirst du das Königreich in Israel wiederherstellen? Und immer noch fragen sie das 2000 Jahre später. Das ist also der Höhepunkt. Und ihr gesamter Reichtum wuchs und wuchs bis zu diesem Punkt, aber von da an immer weiter in die Tiefe. Bürgerkrieg, Trennung zwischen den 10 Stämmen im Norden und den beiden im Süden. Es ist alles im Buch der Könige, eine sehr traurige und schmutzige Geschichte, wenn Sie sie durchlesen. Und von allen Königen, die sie hatten, waren die meisten schlecht. Viele wurden ermordet. Sie hatten eine schreckliche Königin, über die wir später sprechen werden. Nur eine, weil es Gottes Wille war, dass sie nur Könige haben sollten. Und sie hatten eine schreckliche Königin, aber wir werden darüber bei einer anderen Gelegenheit sprechen. Nun, da ist es. Und dann nach dieser 400-jährigen Lücke, in der sie keine Worte von Gott hörten und kein einziges Wunder sahen, plötzlich fing alles wieder an. Und Johannes der Täufer kam und predigte, der erste Prophet seit langer Zeit. Und dann kamen die Wunder mit Jesus. Geburt, Tod, Auferstehung und Himmelfahrt Jesu stehen am Anfang unseres Neuen Testaments, das nur 100 Jahre umfasst oder weniger. Ihr ganzes Neues Testament wurde also in 100 Jahren geschrieben, während das Alte Testament in über 2000 geschrieben wurde. Wenn Sie bis zur Schöpfung zurückgehen, so lange. Nun, das ist das Diagramm, an das ich mich erinnere. Und nebenbei, ein Freund von mir namens Professor Lagarde Smith, der Professor für Recht an der Pepperdine-Universität in Malibu ist, und meine Frau hieß Pepperdine, bevor ich ihren Namen änderte, er hat eine Bibel produziert. Ziemlich einzigartig. Eine neue internationale Version, keine Kapitel- und Versnummern. Habe ich ein Halleluja gehört? Nein? Keine Kapitel- und Versnummern. Und die Bibel ist in chronologischer Reihenfolge, so dass Sie zu den Propheten kommen zu genau richtigen Zeit und Sie lesen die Geschichte in der Reihenfolge, in der Gott gesprochen und gehandelt hat. Was für ein Buch! Die einzige Einteilung in dieser Ausgabe besteht darin, dass am Rand immer ein Stern vorhanden ist. Und insgesamt gibt es 365 Sterne am Rand. Raten Sie, warum? Es bedeutet, dass Sie die gesamte Geschichte Gottes in einem Jahr lesen können. Es sind ungefähr 5 Seiten pro Tag und Sie werden das Wort Gottes in seinem richtigen Zeit- und Ortszusammenhang erhalten, mit einigen hilfreichen kleinen Hinweisen zur Einführung. Es ist wirklich eine faszinierende Produktion und sie ist jetzt erhältlich. Ich kriege keine Provision für den Verkauf, aber da ist es. Er ist ein Freund von mir. Nun, das setzt uns vielleicht in das geschichtliche Bild und wir haben uns die geografische Seite angesehen. Aber schauen wir uns noch eine weitere Komplikation an. Und zwar, es gibt einen großen Unterschied zwischen unserer englischen Bibel und der hebräischen. Einen sehr großen Unterschied. Und ich fürchte, diejenigen, die unsere englische Bibel sortiert haben, haben uns keinen großen Gefallen getan, weil wir dadurch dazu neigten, über Bücher anders zu denken als die Juden über die Heiligen Schriften im Alten Testament. Wir neigen auf Englisch dazu, die Bücher in 3 Kategorien zu unterteilen. Und das habe ich teilweise auf dem vorherigen Diagramm gemacht. Wir neigen dazu, an die Geschichtsbücher zu denken, und alle Geschichtsbücher sind in englischer Sprache zusammen angeordnet, von Genesis bis zu Esther.
Und sie befinden sich alle am Anfang unseres Alten Testaments und befinden sich in chronologischer Reihenfolge. Dies ist hilfreich, um die Chronologie oder den Zeitstrahl zu erfassen, aber aus anderer Sicht ist es nicht hilfreich. Die nächste Gruppe von Büchern in unserer Bibel ist Poesie. Das Buch Hiob, alles Poesie. Psalmen, Sprichwörter, Poesie. Prediger und das Hohelied. So wurden die Gedichtbücher als zweite Gruppierung zusammengeschoben. Auch wenn sie sich in Gruppen befinden, ist es für eine englische Bibel sehr selten, dass sie die Überschrift Geschichte oder Gedichte hat. Die Bücher laufen einfach eins nach dem anderen und wir neigen nicht dazu, zu erkennen, dass wir in eine andere Gruppe von Büchern gewechselt sind. Und dann sind alle prophetischen Bücher aufgelistet und sie sind zwischen groß und klein aufgeteilt. Ich bin sicher, Sie haben diese Worte gehört. Große Propheten, kleine Propheten. Das bedeutet nur, dass diese groß und diese klein sind. Nicht Menschen oder in Bezug auf die Botschaft, sondern wie viel sie gesprochen haben oder wie viel wir von ihrer Botschaft haben. Wir haben viel von Jesaja, viel von Jeremia, viel von Ezekiel, aber sehr wenig von Joel oder Obadja. Deshalb heißen sie die großen Bücher und die 12 kleinen Bücher. Und so ist das englische und deutsche Alte Testament angeordnet. Und ehrlich gesagt ist es nicht sehr hilfreich. Schade, aber so ist es. Wenn Sie die hebräischen Schriften lesen, haben Sie drei sehr klare Trennlinien, die sich deutlich voneinander unterscheiden. Die ersten 5 Bücher werden überhaupt nicht als Geschichte betrachtet, sondern als Gesetz. Und ich habe das bereits deutlich erklärt. Deshalb heißen sie nicht Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri und Deuteronomium. Sie erhalten als Titel die ersten Worte in der Schriftrolle, wenn sie sie abrollen, sodass sie sofort erkennen, was sie da lesen. Und diese Bücher wurden und werden jedes Jahr in der Synagoge gelesen und sind bis heute im Lesezyklus. Dann kommt die große Überraschung, dass die nächste Gruppe die Propheten genannt wird. Und sie ordnen den Propheten zu, was wir Geschichte nennen, Josua, Richter, Samuel und Könige. Wir nennen es Geschichte. Aber sie nennen das die früheren Propheten. Und dann nennen sie diese, die wir hier haben, die späteren Propheten. Warum sollten Sie diese Bücher Propheten nennen? Natürlich gibt es Propheten darin. Josua war ein Prophet, Samuel war ein Prophet. Das ist nicht der Grund dafür. Der Grund ist, dass dies prophetische Geschichte ist und prophetische Geschichte unterscheidet sich ziemlich von anderer Geschichte. Und ich muss erklären, warum. Alle Geschichte basiert auf zwei Prinzipien. Auswahl ist die erste und Zusammenhang ist die zweite. Und wenn irgendjemand ein Geschichtsbuch schreibt, das Erste, was er auswählen muss, ist, was er erwähnt und was er weglässt. Niemand kann eine vollständige Geschichte schreiben über irgendjemanden oder irgendetwas. In der Tat sagt das Johannesevangelium, wenn alles, was Jesus tat und sagte, niedergeschrieben würde, die Welt könnte nicht alle Bücher fassen. Daher ist jedes Stück Geschichte eine Auswahl einiger Ereignisse und jeder Historiker wählt aus, was ihm wichtig erscheint. Und das zweite Prinzip ist das Prinzip des Zusammenhangs. Nachdem der Historiker die wichtigen Ereignisse ausgewählt hat, versucht er, den Zusammenhang zwischen diesen Ereignissen aufzuzeigen. Das führte dazu und das führte zum anderen. Können Sie mir folgen? Und alle Geschichtsbücher basieren auf diesen beiden Prinzipien. Was soll ausgewählt werden und wie wird es verbunden? Nun, die prophetische Geschichte hat ihre eigene Antwort auf diese beiden Prinzipien. Die prophetische Geschichte wählt nur das aus, was für Gott wichtig ist. Deshalb gibt es nichts über Buddha oder Konfuzius in der Bibel. Sie wählt nur das aus, was für Gott wichtig ist und verbindet dann, was mit den Menschen in Bezug auf Gott geschieht. Und das ist der Zusammenhang. Deshalb sind diese Bücher aus prophetischer Sicht geschrieben. Sie wählen nur das aus, was für Gott wichtig ist. Und sie verbinden alles mit Gott. Deshalb werden sie von den Juden die früheren Propheten genannt. Und sie stellen fest, dass das Buch Ruth nicht dazugehört. Und die Bücher der Chronik sind nicht da, weil weder Ruth noch die Chroniken prophetische Geschichte sind. Sicher, die Erzählung von Ruth kam dort, wo die englische Bibel sie hinsetzt, zwischen Richter und Samuel. Dort ist es damals passiert, aber wenn Sie die Geschichte von Ruth lesen, Gott sagt nichts darin und er tut nichts darin. Haben Sie es bemerkt? Es ist eine schöne Geschichte und es ist die Geschichte von Davids Vorfahren, aber es gibt kein einziges So spricht der Herr im Buch Ruth.
Und Chroniken auch. Obwohl es sich wie Könige anhört, ist es, wenn man es sorgfältig studiert, etwas ganz anderes als das Buch der Könige. Und kein prophetisches Buch. Es ist aus einem ganz anderen Blickwinkel geschrieben. Also, sie haben die früheren und die späteren Propheten und dann packen sie alles andere in die Schriften. Dorthin stecken sie die Chroniken, obwohl sie sie die Worte der Tage nennen. Dorthin packen sie Ruth. Sie stellten dort auch die Gedichtsbücher ein. Sie ordneten dort auch den Prediger ein und die Klagelieder heißen nur Weh. Weh. Das ist eigentlich das erste Wort des Buches und Esther ist dort, sogar Daniel. Daniel gehört nicht zu den Propheten, er ist hier unten. Dafür gibt es einen Grund. Nun ist es interessant, dass Jesus auf dem Weg nach Emmaus und während seiner Auferstehung Bibelstudien gab. Er hat es nie während seines Lebens getan. Aber nachdem er von den Toten auferstanden war, gab er Bibelstudien. Zum ersten Mal. Und es heißt, er habe sie durch das Gesetz, die Propheten und die Schriften geführt und ihnen alles über sich selbst gezeigt. Für Jesus war also dies das Alte Testament. Und ich persönlich glaube, dass es auch für uns so sein sollte. Weil es uns hilft zu erkennen, dass es nicht einfach Geschichte ist. Es ist prophetische Geschichte und es hat deshalb eine Botschaft für uns. Die Bücher der Apokryphen sind Geschichtsbücher und zum Beispiel gibt es ein faszinierendes Stück hebräische Geschichte oder israelische Geschichte in den Tagen der Makkabäer, als sie gegen die Griechen rebellierten, die das Land besetzten. Und es findet sich auch in Georg Friedrich Händels Oratorium, nicht wahr? Judas Makkabäus. Und es ist eine sehr bewegende Geschichte, aber es ist nur eine Geschichte. Sie können sie lesen, wenn Sie interessiert sind, aber es wird darin nicht Gott zu Ihnen sprechen, weil es nicht prophetisch ist. Und die prophetische Geschichte spricht auch heute noch zu uns. Und deshalb konnte Gott gestern zu Ihnen sprechen, durch die Bücher des Alten Testaments. Gott sprach zu Ihnen, aber wenn ich Ihnen das Buch der Makkabäer beibringe, würde das nicht passieren. Es wäre interessant, aber das ist alles. Können Sie also sehen, wie wichtig es ist, dies überhaupt nicht als Geschichte zu betrachten, sondern vielmehr als Gesetz Gottes und Gottes Prophezeiung und dies als eine Art Sonstiges zu sehen? Was war dann das Prinzip hinter dieser Auswahl? Warum haben Sie die Apokryphen nicht hier mit hineingelegt? Die Antwort ist, dass all diese Bücher geschrieben wurden zu der Zeit, als Gott lebte. Was bedeutet, dass Gott aktiv war in dieser Welt? Und so kamen all diese Bücher aus derselben prophetischen Zeit, zu derselben Zeit, als Gott beschäftigt war. Keins dieser Bücher wurde in den Lücken geschrieben. Und so haben wir in unserer Bibel das Gesetz Gottes, die prophetische Geschichte und auch alle anderen Bücher, die aus der Zeit kamen, als Gott mit seinem Volk beschäftigt war. Können Sie jetzt die Form des Alten Testaments erkennen? Ich denke, es wäre hilfreich, wenn unser Altes Testament zurückkehren würde zu dem hier, weil wir die Botschaft dann klarer erhalten würden, aber ist es auch so nicht so schlimm. Aber jetzt können wir sehen, wie alles zusammenpasst. Und lassen Sie mich an ein Diagramm erinnern, das wir verwendet haben, als wir uns Genesis angesehen haben. Die ersten 5 Bücher der Bibel sind sehr speziell. Sie sind grundlegend für die gesamte Bibel. Sie sind das Gesetz des Mose, die 5 Bücher Mose, die Tora. Es gibt ein sehr interessantes Muster. Wie nennen Sie dieses Spielgerät mit dem Doppelkegel und der Schnur? Kein Jojo. Diablo, das ist es. Behalten Sie die Diablo-Form im Kopf, wenn Sie die ersten 5 Bücher der Bibel betrachten. Genesis bedeutet Anfänge, Exodus bedeutet Auszug, Levitikus, wie es schon sagt, ist über die Leviten, Numeri ist selbsterklärend, Deutero bedeutet Zweiter und Nomos bedeutet Gesetz, also zweites Gesetz. Die 10 Gebote wurden hier und hier ein zweites Mal gegeben. Aber schauen Sie sich dieses erstaunliche Muster an. Fragen Sie, wer? Genesis beschäftigt sich mit der gesamten Menschheit. Exodus ist der Beginn ihres nationalen Lebens. Levitikus befasst sich mit einem Stamm, den Leviten, Numeri mit dem nationalen Leben und Deuteronomium mit der Geschichte der ganzen Welt. Sie haben also eine Art Diabolo-Form. Dann schauen Sie sich die Orte an. Es beginnt in Chaldea, Kanaan, dann Ägypten, dann am Sinai, dann durch den Negev und Edom, Moab und zurück in das verheißene Land.
Schauen Sie, wann. Genesis deckte Jahrhunderte ab, Exodus nur einige Jahre, 300. Leviticus behandelt nur einen Monat. Numeri wieder Jahre und Deuteronomium wieder Jahrhunderte. Es ist ein erstaunliches Muster, wenn man alles wunderschön zusammengefügt sieht. Aber diese fünf Bücher sind gewissermaßen der wichtigste Teil des Alten Testaments. Und je mehr man über sie weiß, desto mehr kann man den Rest des Alten Testaments verstehen und tatsächlich auch das Neue. Die Juden hatten also recht, einen besonderen Schwerpunkt auf diese fünf Bücher zu legen. Sie sind die Grundlage der Bibel und insbesondere das Buch Genesis, dem wir ein ganzes Video widmen werden.